Einen wunderschönen guten Morgen, einen schönen Wochenbeginn wünschen wir euch. Heute ist der 13. September 2021. Andreas wird euch gleich Schönes über das Wetter berichten. Wir kommen in einen wunderbaren Spätsommer. Good morning. Guten Morgen, liebe Eva. Ja, wir haben einen schönen Tag heute. Über 20 Grad, die Sonne scheint und die nächsten Tage soll es auch so bleiben. Und darüber freuen wir uns. Ja, und der See changiert zurzeit mit leichten Silberelementen, aber eben halt auch mit einem etwas sättigenden Grau. Aber vor allem überwiegt das große Blau des Himmels, der sich widerspiegelt. Andreas, wir fangen mal gleich an mit den Themen. Ich möchte noch eins von vor 2 Tagen aufgreifen, weil wir am Wochenende ja nicht gearbeitet haben für den Podcast. Und ich fand dann trotzdem sehr spannend, was in der Mainstream-Presse über 9/11 berichtet wurde, nämlich über diesen 11. September vor 20 Jahren, wo praktisch unsere gesamte Welt umgestellt wurde. Nämlich wir hatten plötzlich von heute auf morgen über Nacht einen unberechenbaren Feind bekommen. Also das war ja 2001, das ist also gute 10 Jahre gewesen, nachdem der alte Feind, nämlich der Russe, das sowjetische, das kommunistische System, mehr oder weniger wieder integriert wurde und verschwamm wie die Milch im Kaffee in den Westen, musste ja ein neuer Feind her. Und das war dann mit 9/11 2001 auch geschehen, nämlich Terroristen. Und dann sind ja eine ganze Menge Verschwörungstheorien hochgewachsen. Wer sich über 9/11 zum Beispiel zweifelnd geäußert hat, zweifelnd gegenüber den offiziellen Aussagen, der hat Probleme bekommen. Der wurde nicht nur als Verschwörungstheoretiker, sondern auch als Nazi bezeichnet. Keine Ahnung, was das damit zu tun hat. Auf jeden Fall, es sind ja immer die gleichen Vokabeln, die man bei allen möglichen Themen, ob Corona oder 9/11, um die Ohren bekommt. Ich habe mich bei 9/11 immer zurückgehalten, weil ich das technisch alles nicht verstanden habe, wie das sein konnte, dass da diese Flugzeuge, diese Türme irgendwie zum Einsturz gebracht haben. Aber du hattest dich damit auch mal beschäftigt und ich komme jetzt gleich zu einem Artikel, den der Stern veröffentlicht hat und wo die Überschrift lautet: Der 11. September, man höre und staune, war eine kontrollierte Sprengung. Ach, das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, das ist natürlich nicht ganz neu und jeder, der ein bisschen sachverständig ist, und da gab es ja auch eine Gruppe von Ingenieuren, die das schon eigentlich relativ kurz nach diesem 9/11-Vorfall schon bereits bestätigt hatten, dass es eine kontrollierte Sprengung gab. Es gibt eine Firma Demolition Incorporated aus Nevada beispielsweise, die also ganz deutlich Vorgaben macht und anhand der Bilder und der entsprechenden Grafiken, die man aufgebaut hat, kann man ganz deutlich erkennen, dass hier ein Wiedererkennungswert war. Aber das Interessanteste war natürlich, dass es nur 2 Flugzeuge gab, angeblich, die in diese 2 Türme geflogen sind, aber 3 Gebäude aufgrund von 2 Flugzeugen zusammengebrochen sind. Das ist natürlich effizienter Terrorismus par excellence. Und mich wunderte, dass das niemand nachgeprüft hat, wie man das schaffen kann, mit so wenig Mitteleinsatz im Prinzip 3 Gebäude zum Einsturz zu bringen. Mit anderen Worten, es gibt eine Verschwörungstheorie, und zwar eine offizielle von der US-amerikanischen Seite her. Und man muss natürlich auch wissen, dass hier Afghanistan schon im Vorfeld eine Rolle spielte, nämlich schon bevor 9/11 war. Und 9/11 war ja nicht nur eigentlich das Problem, dass dort ein Terroranschlag aus wirklich schwer erkennbaren Mitteln so zustande gekommen sein soll, wie es die amerikanische Regierung sagt. Andere Verschwörungstheorien von alternativen Denkern, die werden übrigens als Verschwörungstheorie abgetan, während ja die amerikanische Verschwörungstheorie, die offizielle, als Wahrheit erklärt wird, also als sogenannter Abschlussbericht. Und damit ist es alles bewiesen worden mit Osama bin Laden, der in einer Höhle, übrigens Dialysepatient, offenbar gibt es in jeder afghanischen Höhle auch mobile Dialysegeräte, auch wenn die keinen Strom haben. All diese Dinge, die stanken zum Himmel, und wer das hinterfragt hatte, der hatte natürlich ein Problem. Aber das Entscheidende war eigentlich gar nicht dieser 9/11-Bereich, sondern wozu dient es? Cui bono ist immer noch die entscheidende Frage. Und wenn man sieht, dass diese
9/11 dazu geführt hat, dass dann dort entsprechende Gesetze, die Patriot Acts, eingeführt wurde, das Recht eingeschränkt wurde der privaten Menschen. Nebenbei haben durch diesen Zusammensturz dieser asbestverseuchten Gebäude, die mussten übrigens sowieso abgerissen werden, haben die neuen Käufer, die das kurz vor dem 9/11-Anschlag gekauft hatten, sehr hoch versichern lassen, noch gegen Terroranschlag. Und so zieht es sich wie ein roter Faden durch. Und das ganze Ding wird natürlich irgendwann auffliegen, aber erst dann, wenn es keinen mehr interessiert. Nun ist dieser Artikel, dieser Sternartikel, ein paar Jahre alt. Also es ist kein aktueller Artikel, sondern der ist fast 6 Jahre alt. Aber spannenderweise war er letzte Woche, als ich ihn Freitag oder Samstag eingestellt habe, noch erhältlich. Wie ich aber in diesem Moment gerade sehe, gibt es den nicht mehr. Wahrscheinlich, weil wir den eingestellt haben und der sicherlich auch von anderen weiträumig geteilt wurde. Das ist ein Artikel, in dem der Stern tatsächlich völlig unkritisch andere Meinungen zu Wort hat kommen lassen. Während, wenn ich jetzt diesen Link eingebe, dann kommt eine Übersicht beim Stern zu Themen, was das World Trade Center angeht. Also da heißt es dann, Peter Klöppel erinnert sich, Schweigen, Tränen und Bruce Springsteen, so gedenken die USA. Aber diesen Artikel finden wir jetzt eben nicht mehr. Aber ich möchte trotzdem mit dir da noch mal kurz drüber sprechen, denn hier heißt es, das World Trade Center stürzte nicht wegen der starken Feuer in sich zusammen, sondern wurde kontrolliert gesprengt, behaupten 4 Wissenschaftler kurz vor dem 15. Jahrestag der Anschläge. Das Erstaunliche, die waghalsige These wurde in einem renommierten Physikmagazin veröffentlicht. Und dann heißt es ja so, es gibt viele Skeptiker zu diesen Themen und Thesen und so weiter. Und hier heißt es dann weiter, 4 dieser Skeptiker, die in den USA eine ganze Bewegung bilden, die die offizielle Version der Geschehnisse anzweifeln, sogenannte selbsternannte Truther. Und 4 dieser Skeptiker haben nun einen sehr kritischen Artikel zu den Ereignissen in New York verfasst, den das renommierte Fachjournal Europhysics News, EPM, am 28. August, ja dementsprechend wahrscheinlich 2015, anlässlich des anstehenden Jahrestags veröffentlichte. Darin sagen die 4 Autoren, dass die Beweise überwältigend auf die Schlussfolgerung hindeuten, dass alle 3 Gebäude mit einer kontrollierten Sprengung zerstört wurden. Das Fachblatt, schreibt der Stern, weiß natürlich um die Explosivität der Anschuldigungen und die damit verbundenen Kontroversen. Das Blatt ist schließlich nicht irgendein Verschwörungsflyer. Es wird von der European Physical Society herausgegeben. Das ist der Dachverband der europäischen Physikgesellschaften, zu der auch die Deutsche Physikalische Gesellschaft gehört. Die Herausgeber des Blattes setzen dem Artikel eine kurze einordnende Notiz voraus. Der Text sei etwas anders wörtlich als die üblichen ausschließlich wissenschaftlichen Artikel, da er einige Spekulationen enthalte. Dennoch, mit Blick auf das Timing und die Wichtigkeit des Themas, sehen wir wörtlich diesen Aufsatz als ausreichend wissenschaftlich und interessant genug an, dass er eine Veröffentlichung für unsere Leser rechtfertigt. Ja, und damit ist es sehr schön auch auf den Punkt gebracht. Und ich glaube mal, wenn man halbwegs wissenschaftlich, technisch versiert ist, dann kann man ganz schnell erkennen, dass die offizielle Darstellung der US-amerikanischen Regierung und dieser Abschlussbericht definitiv so viele Fehler und Mankos hat, dass man da wirklich nicht wirklich viel braucht an Informationen. Also das ist relativ einfach. Wichtig ist aus meiner Sicht, diesen Fakt, diesen 9/11, das ist ja quasi einer der größten historischen Akte, die stattgefunden hat, dass dieser Akt natürlich dazu führte und in einen politischen Kontext eingebracht werden muss. Das Finanzsystem war nach dieser
Geschichte, die wir hatten, der Dotcom-Blase zum Beispiel, dieser Geldmenge, die aufgebläht wurde, als die Leute alle Ende der 2000er um 2000 rum, alle spekulierten an der Börse und jeder meinte, er müsste 20% Rendite machen, aber pro Woche natürlich. Also das sind natürlich solche absurden Geschichten und die müssen dann gebremst werden und dazu braucht man Faktoren, um das Recht einzuschränken, nämlich das Freiheitsrecht, weil man wusste, es kommt der große Crash, der Finanzcrash, der dann ja auch 2007 und 2008 kam. Viele Menschen haben das auch vorausgesagt. Und dieser ja. Kann das sein oder willst du damit sagen, dass durch diese 9-11-Geschichte, ob jetzt vorsätzlich oder nicht vorsätzlich gemacht, ich bleibe da mal ganz vorsichtig, dass damit sozusagen der eigentlich schon vor der Tür stehende Finanzcrash nochmal hinausgezögert wurde? Eindeutig, ja, nicht nur hinausgezögert wurde, man hat ihn vorbereitet, dass wenn der Finanzcrash kommen würde und die Menschen würden erkennen, was die Ursache des Finanzcrashes war, was wir zum Beispiel 2011 in unserem Plan B beschrieben haben. Aber hier geht es darum, dass die Menschen abgelenkt werden müssen. Es geht immer um Ablenkung. Solche großen Faktoren und alles, was in den Überschriften steht auf den Mainstream-Medien, ist immer das, worum es nicht geht. Das, worum es geht, finden wir immer auf irgendwelchen Seiten ganz weit hinten, wenn es denn überhaupt diskutiert wird. Es sind reine Ablenkungsgeschichten. Und ich sage sogar, dass diese 9-11-Geschichte und auch die Zeit davor, 2008 die Finanzkrise, 2015 die Migrationspropaganda und die der Pakt, ist ja Migrationspakt. Ich finde interessant, dass man hier den Wort Pakt und nicht Vertrag im Sinne von Vertragen gewählt hat, sondern von einem Pakt. Und da fallen mir natürlich viele Pakte in der Geschichte ein. Bis hin zu Corona lässt sich hier im Prinzip mehr oder weniger eine relativ starke Verbindung aufbauen. Und dass das alles kein Zufall ist, das liegt nun auf der Hand. Also der Stern schrieb jedenfalls damals vor 6 Jahren in dem Artikel, der jetzt leider nicht mehr auffindbar ist, aber wir sichern ja natürlich immer hier alles, was wir finden und behandeln, denn wir legen ein großes Archiv an. Das ist auch auf mehreren Servern gesichert. Also es macht auch wenig Sinn, uns anzugreifen, weil es ist so weit verzweigt gesichert, dass man das nicht schaffen kann. Denn es wird eine Zeit danach geben, nach dieser Transformation, in der wir jetzt stecken. Und dann ist es bestimmt interessant, diese Informationen von damals, von früher, nochmal genauer zu lesen, zu bearbeiten, wenn es dazu dann überhaupt noch kommt. Und wenn wir nicht dann nur noch in der Natur sind und glückliche Lieder singen, kann natürlich auch sein. Ja, wir wünschen uns das auf jeden Fall. Aber wir haben ja nun die historisch relevanteste Zeit in der gesamten Menschheitsgeschichte. So etwas hat es noch nie gegeben. Und wir sind froh darüber, dass wir da Archive anlegen. Und wir werden das natürlich auch versuchen auszudrucken und so weiter. Das heißt, das machen wir natürlich auch und haben es auch in Papierform. Und das ist wichtig. Und das an verschiedenen Orten. Also das ist schon wirklich groß, was hier gerade zusammengebaut wird. Aber es machen zum Glück auch sehr viele Menschen und so wird sich dann irgendwann das Puzzle zusammenbringen und die heutigen Figuren, die die Welt prägen in der großen Politik, werden dann in die Geschichte mit einem ganz anderen Stempel eingehen. Ich möchte mich auch noch mal ganz kurz korrigieren, was ich hier gerade in jugendlichem Leichtsinn so dahin warf. Natürlich werden wir nicht in der Natur lustige Lieder singen, sondern die neue Zeit, die wird natürlich auch geprägt sein von Entwicklung und Entwicklung aber nur noch in die richtige Richtung, nach oben hin, ins Licht, in die Naturgesetze. Und das wird eine Zeit sein, auf die man sich wahrlich freuen kann. Aber das sollte man auch immer als Ziel vor Augen haben, wenn man durch heftige Zeiten muss. Und wir haben natürlich auch heute wieder Themen zusammengestellt, die die aktuelle Zeit behandeln und die man einfach aus unserer Sicht wissen sollte, um sich selber richtig einzustellen in diese Zeit. Nimm bitte dieses Gerät woanders hin, Andreas, nicht, dass man dir wieder vorwirft, dass du hier trommelst. Aber so, jetzt haben wir es. Andreas, ich möchte noch mal in diesen Sternartikel hier eins reinwerfen oder reinlesen, wie der Stern diesen Artikel damals abgeschlossen hat. Also es geht die ganze Zeit um die Darstellung der sogenannten Spekulationen, die aber hier Wort für Wort wiedergegeben werden. Und es gibt hier auch vom Stern keine Gegenrede.
Das heißt, am Ende auch, und das finde ich schon spannend, dass so etwas möglich war. Wahrscheinlich ist der Redakteur, der das Thema behandelt hat, nicht mehr dabei. Aber hier heißt es am Ende, die These der kontrollierten Sprengung wird von Verschwörungstheoretikern in der Regel in Verbindung mit der False Flag-Theorie vertreten. Demnach hätten US-Geheimdienste den Tod von rund 3000 Bürgern selbst zu verantworten, um damit die anschließenden Kriege im Mittleren Osten zu rechtfertigen. Diese gewagten Behauptungen sprechen die Autoren des Fachartikels zwar nicht direkt aus. Sie zweifeln zunächst lediglich die offizielle Version an und fordern neue unabhängige Untersuchungen, die auch die Möglichkeit einer kontrollierten Sprengung in Betracht ziehen. Damit implizieren sie indirekt allerdings jene Verschwörungstheorie. Das ist der einzig kritische Satz. Ja, und ich meine, wenn man eins und eins zusammenzählt, dann sieht man doch, wem hat eigentlich diese 9-11, dieser Anschlag, wem hat er eigentlich am meisten geschadet und wem hat er am meisten genutzt? Geschadet hat er zum Beispiel arabischen Ländern wie Afghanistan, Syrien, die jetzt unter russischer Sicherheit stehen. Deshalb hat das Ganze nicht funktioniert. Nun sind jetzt die Amerikaner auch aus Afghanistan abgehauen, von den Taliban rausgejagt worden. So ist die interpretierbare Geschichte. Wem hat es am meisten genutzt? Der USA übrigens selbst, dieser Anschlag. Dieser Anschlag war natürlich die Grundlage, um in Afghanistan einzumarschieren, den Nahen Osten und deren Ölquellen noch mehr eben halt zu annektieren oder annektieren zu wollen. Das war doch die Situation. Und vor allem die Freiheit einzuschränken der Bürger im Interesse eines Deep States, der hinter dem Weißen Haus steht und letztendlich die Interessen der wirklichen Machtinhaber, die wir finden in den NGOs und so weiter, darstellen. Das heißt, der Nutznießer dieser 9-11-Geschichte war ganz deutlich USA und deren jetzigen Mächtigen, die im Hintergrund immer noch die Fäden ziehen, zumindest im Augenblick noch, es sei denn, der Sumpf wird jetzt ausgetrocknet. Aber das ist doch relativ einfach und aus diesem Grunde ist es natürlich erlaubt, auch aufgrund der Tatsache, wer am meisten davon hat, darüber nachzudenken, warum sollen die, die am meisten darunter gelitten haben, ausgerechnet diesen Anschlag verübt haben. Also es ist ja absurd. Wie erklärst du dir denn, dass der Stern den Artikel gelöscht hat? Naja, gut, okay, die werden wahrscheinlich jetzt Druck bekommen haben, denn das passt jetzt natürlich nicht ins System. Es wird ja in den Geschichtsbüchern irgendwann drinstehen, dass 9-11 die Grundlage war durch eine, das bin ich von überzeugt, durch eine False Flag Aktion, das gesamte Weltgefüge und die Weltarchitektur in eine neue Ära zu bringen. Und zwar nicht im Interesse der Menschen, sondern im Interesse einer sich selbst ernannten Elite, die so weit gehen, dass sie sogar in ihrem ewigen Leben arbeiten, weil sie offenbar Angst haben vor dem Sterben. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Angst haben vor dem Sterben. Hätte ich übrigens auch, wenn ich einer von denen wäre, so belastet, wie sie sind mit dem, was sie da tun, mit Starlink und all diesen Dingen, die dahinter stehen. Da wird mir auch der Stift gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, also unterm Strich gesehen ist es so, es passt jetzt nicht ins Bild. Das Narrativ des Falschen wird aufrechterhalten, so oder so. Kritische Fragen werden ja nicht mehr gestellt. Ich glaube, wenn man sich zurückbeamen könnte, nur mal meinetwegen 20 lächerliche Jahre, 2001, und zwar kurz vor 9-11 vielleicht. Ich glaube, keiner kann sich überhaupt mehr reindenken, wie das Freiheitsgefühl damals noch war. Und wenn man ganz genau überlegt und sich zurückdenkt, überlegt, wenn man älter ist, so wie wir, dann weiß man eigentlich, dass man damals auch schon die Freiheit eingeschränkt gesehen hat. Also man merkt dieses kochende Wasser und der Frosch, der da drin eben halt langsam immer heißer wird. Es geht ja auch darum, es sollten ja jetzt auch, und es wurden auch von Joe Biden unveröffentlichte Dokumente zu diesem Thema 9-11 endlich veröffentlicht mit dem Ergebnis, dass nichts drin stand. Also es waren nicht die Ergebnisse, die sich viele Kritiker erhofft hatten, denn es geht ja auch die These um, dass die Attentäter von 9-11 von Saudi-Arabien finanziert worden seien. Und da hatte der Stern auch 2016 in einem Artikel geschrieben, sollte sich das bestätigen, würde das die Geschichte der Anschläge tatsächlich verändern.
Also auch es, es sind wahrscheinlich Nebelkerzen, die da auch vielleicht in den Umlauf gebracht werden. Aber konkret wird es auch enttäuschenderweise für die Leute, die sich von Herrn Biden und diesen veröffentlichten Dokumenten mehr erwartet haben, also erhellend kommt da nichts. Ja, also allein die Tatsache, dass sich irgendeine Regierung herausnimmt, Akten der Bevölkerung vorzuenthalten und zu sagen, wir werden sie nicht rausgeben, wir halten sie unter Verschluss. Das ist ja nichts anderes als ein willkürlicher Akt der Diktatur und des Totalitarismus, indem wir sagen, wir halten die Aktien und Akten unter Verschluss, denn das hat mit Demokratie ja überhaupt nichts zu tun, wo man ja davon spricht, von der Herrschaft des Volkes. Natürlich ist nichts falscher als das. Demokratie ist auch eine Diktaturform. Das haben die meisten überhaupt nur noch nicht richtig verstanden. Und genau jetzt kommen diese sogenannten angeblichen Akten nach außen. Das ist genau wie mit der John F. Kennedy-Ermordung beispielsweise. Ich bin dort gewesen in Dallas vor vielen Jahren und bin dort auf dieser Kurve langgelaufen und da wurde er denn erschossen wurde an der Stelle, da ist so ein schwarzer Teer, so ein Teerkreuz, das so mit eingearbeitet, wo man das erkennen kann, wo das war. Also man weiß, dass diese Dinge alle so nicht gewesen sein können, wie man sie uns erzählt. Wenn man das aber wiederum auch ins Finanzsystem reinbringt und eine Executive Order, die John F. Kennedy damals gemacht hat, bezüglich des Geldsystems, was er wieder verstaatlichen wollte, weil das Geld ist ja privat, denn es gibt gar keinen US-Dollar, es gibt ja nur einen Federal Reserve-Dollar. Und das wollte er verändern, das passte nicht und zufällig kam dann ein verwirrter Einzeltäter, der ihn dann ermordete. Und diese Thesen, die wir sie haben damals mit John F. Kennedy oder dann später 9-11 in einer noch verstärkten Information, irgendwann ist natürlich der Ruf so ruiniert, da spielt es auch keine Rolle, ob da eben 3000 Tote mehr drin sind. Interessanterweise ist es so, wieso waren eigentlich nur so wenig Menschen in dem World Trade Center? Wer das World Trade Center kann, und ich kannte es, ich war auch drin, der weiß, wie viele Leute da drin sind. Da sind 40.000 Menschen, die da reingehen. Und das heißt, das Haus ist eigentlich immer voll. Die kommen nicht morgens und gehen dann abends wieder raus. Diese ganzen Dinge spielen eine Riesenrolle. Und wenn man das durchdenkt, dann merkt man, es stimmt so ziemlich gar nichts. So, der Verschwörungstheoretiker Andreas Popp ist fertig mit seinen Ausführungen und ich finde auch diese Stimmen, also wenn es der Stern eh schon so auch alles berichtet hat, und ich finde diese selten zu Wort kommenden Stimmen sollten gerade an einem solchen Jahrestag auch gehört werden, auch wenn es 2 Tage später ist. Also ich bin an der Stelle, das möchte ich nochmal klarstellen, kein Verschwörungstheoretiker, weil ich habe gar keine Theorie, sondern ich habe lediglich eins erkannt, dass die gängige Theorie, die man uns offiziell verkauft, nicht stimmen kann. Das bedeutet nicht, dass ich eine Gegentheorie habe. Das bedeutet nur, dass die Theorie überprüft werden muss, weil sie so, wie man uns erzählt, nicht stimmen kann. Das ist die ganze Theorie. So, das haben wir jetzt auch geklärt. Ich danke dir, Andreas. Wir beide haben ganz kurz reingeschaut in das Triell, in eins der Triels. Trielle. Was ist denn der Plural? Trielle? Keine Ahnung. Also, ich weiß es auch nicht. Ich kannte das Wort gar nicht. Das ist fast wie der Begriff absurd. Das ist alles neu in meinem Oh, nee, nicht schon Sprachschatz. wieder. Nein, also ich weiß es auch nicht, was Triell heißt, aber es ist eben halt eine neue Wortkombination, wahrscheinlich jetzt aus den Thinktanks. Auf jeden Fall ist es ein Albtraum, sich so etwas anzusehen. Und ich habe mich nicht nur selten so gelangweilt, sondern eben halt auch gemerkt, wie ich meine Zeit vergeude. Also Triell natürlich, früher Duell, jetzt sind es halt drei. Ich glaube, es gab es auch noch nie, dass es ein Triell gab, dass drei Kandidaten um die Kanzlerschaft Deutschlands ringen. Und wenn man sich die Kandidaten anschaut, Annalena Baerbock von den Grünen, die in den letzten Monaten sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, um es ganz vorsichtig auszudrücken, Olaf Scholz, der also sagen wir mal so, ein Strahlungsmagnet ist er nicht, oder? Nein, aber ich denke gerade darüber nach, die AfD hat, glaube ich, gar keinen Kanzlerkandidat aufgestellt, sonst hätten wir einen Quadrell wahrscheinlich. Das ist deine Lichtblitze, die sind ja, da kann man sich ja kaum noch retten. Nein, nicht mich verscheißern. Nein, das tue ich doch gar nicht. Das tue ich gar nicht. Das war eine Quadrille. Das wird es dann das nächste Mal geben. Danke. Ja, und dann haben wir ja noch den Herrn Laschet, Armin Laschet von der CDU, der auch viel einstecken musste. Und irgendwie hat man das Gefühl, er wird auch
gemobbt von den Medien, aber Frau Baerbock wurde auch gemobbt und Herr Scholz ist verstrickt in irgendwelche nicht so schönen finanziellen Angelegenheiten, die nicht sehr sauber aussehen. Ich möchte mal kurz in den Gastkommentar von Gabor Steingart im Fokus lesen und er schreibt, wie bereits das Triell auf RTL, krank die Sendung an der falschen Besetzung. Die Aufstellung zwei rot-grüner Spitzenpolitiker gegen einen angeschlagenen Unionskandidaten erzeugen ein mediales Zerrbild. Aus machtpolitischer Sicht fehlt auch der entscheidende Mann. Also er meint wahrscheinlich Christian Lindner von der FDP. Und er sagt, genau so entstehen die medialen Zerrbilder. Nun muss man sagen, Gabor Steingart ist ein alter Medienhase, der politisch korrekt lange beim Handelsblatt in führender Position tätig war. Und früher, vorher beim Spiegel, wenn ich mich richtig erinnere. Also ein Urgestein, der eine ganz gute Einschätzung hat und nicht unbedingt immer darauf Wert legt, jetzt mit dem Mainstream überein zu sein, aber zu sehr an die Grenze, dafür ist er bekannt, geht er auch nicht. Und er sagt, erstens, durch die Frontstellung zwei rot-grüne Spitzenpolitiker gegen einen angeschlagenen Unionskandidaten entsteht der Eindruck, das Land sei in diesem Wahlkampf nach links gerückt. Immer wieder ging es um finanzielle Umverteilung und regulatorische Eingriffe. Die Erzeugung von Wohlstand tauchte in der Rolle als Statist auf. Wer das Staunen nicht verlernt hat, der staunt. Wir können zwei Parteien, die zusammen ausweislich aller Umfragen nur knapp 30% der Wahlberechtigten repräsentieren, zwei Drittel der politischen Sendezeit kapern und so ihre Agenda setzen. Ja, genau so ist es. Und das Problem ist ja auch, was mir aufgefallen ist, dass nicht ein wirklich ernstes Thema diskutiert wurde, was wirklich relevant ist für die Menschen, sondern mehr oder weniger das Karussell darum geht, wie man die Ideologien austauscht. Und da alle dieselben Narrative, derselben Ideologie vertreten, ist es mehr oder weniger ein Wettkampf darum, wer es am härtesten durchzieht, diese Welt zu retten. Und das auf der Basis natürlich Klima und der üblichen Narrative. Das heißt, die Deindustrialisierung, Energiepolitik, all diese Dinge, die spielen keine Rolle. Also wenn wir sehen, dass ja eigentlich Angela Merkel in den 16 Jahren das Land ganz stark nach links-grün gerückt hat und für christliche Werte überhaupt kein Platz mehr gewesen ist, dann wundert man sich darüber nicht. Und was mir natürlich ja auch fehlt bei Herrn Steingart, ist, wenn er sagt, es geht um die finanzielle Umverteilung und regulatorische Eingriffe. Naja, nun, ich meine, das ist ja nun auch mal die links-grüne Energieagenda, die jetzt längst Boden bekommen hat und auf dem eine neue Politik aufgebaut wird. Naja, und er sagt weiter, wir erinnern uns, Annalena Baerbock ist nur deshalb in der Runde, weil sie von sich selbst behauptet, sie kämpfe um das Bundeskanzleramt. Es ist ausweislich aller Umfragen unrealistisch, dass sie dort als Regierungschefin landen wird. Aber seit wann berechtigt eine Selbstkrönung mit dem Titel Kanzlerkandidatin zu dieser überproportionalen öffentlich-rechtlichen Präsenz? Ja, das ist die Frage. Und aus diesem Grunde haben wir natürlich auch das Problem, dass die Fragen, die den Menschen auf der Seele liegen, überhaupt nicht diskutiert werden können, sondern nur die Fragen, die die jeweiligen Altparteien interessieren. Das bedeutet, es geht um ein reines Personenkarussell. Und Frau Baerbock als Kanzlerin, das hat sich nun wirklich rumgesprochen, ist nun wirklich nicht das Optimum. Aber die Frage, wir haben dort eine selbsternannte Elite, die mehr oder weniger komplett austauschbar sind, aus meiner Sicht vom Level, vom Niveau her, besonders dessen, was man da gehört hat, was sie gesprochen haben, auch sachlich an Beiträgen dazu gebracht haben. Das ist wirklich ein Versagenszirkel gewesen, was dort war und die eigentlichen Fragen überhaupt nicht zum Zuge kamen. Und die Fragen, die man hätte stellen können, die wichtig wären, bezweifle ich, hätte auch keiner von diesen dreien überhaupt im Ansatz beantworten können. Gabor Steingart sagt weiter, machtpolitisch fehlt in diesem Format der entscheidende Spieler. Spätestens an diesem Punkt hätten die Chefredakteure von ARD und ZDF wach werden müssen. Weder Scholz noch Laschet werden aller Voraussicht nach
ohne die liberalen Abgeordneten und ihren Anführer zum Ziel kommen können. Deshalb ist die Anhörung liberaler Positionen wenige Tage vor dieser Richtungsentscheidung kein Hobby, sondern erste Journalistenpflicht. Naja, und mit dieser Journalistenpflicht hat sich natürlich auch Tichys Einblick beschäftigt und sagt eben auch, dass der Eingriff der Moderatoren sozusagen nicht wirklich deutlich ist, also kritische Nachfragen nicht, sondern dass alles eben bei diesem Triell auf einem Herd in einem Süppchen gekocht wird. Und was schreibt er zum Schluss hier? Man bleibt ratlos nach dem Triell. Noch nie gab es, hier steht sogar, drei Kanzlerkandidaten, aber auch noch nie eine Dreifaltigkeit der Inkompetenz. Keiner von den dreien kann es. Und so zieht man sich zurück wie im Volksstück vom Münchner Himmel. Man sitzt im Hofbräuhaus und sitzt und trinkt und sitzt und trinkt. Und die Regierung wartet und wartet vergeblich auf die göttliche Eingebung. Ja, so ist es offenbar. Und dieses Ganze natürlich unter der Herrschaft eines Zombie-Journalismus, der da letztendlich vorherrscht, wo tatsächlich gar keine Fragen mehr gestellt werden, weil offenbar alle Beteiligten, sowohl die Journalisten als auch die Politiker, in der gleichen Richtung durchgebürstet sind und dadurch einen sehr eingeschränkten Horizont haben. Das heißt, sie haben einen Tunnelblick auf ein Narrativ, das haben sie, das ist relativ überschaubar. Und wenn ich mir den Himmel ansehen will und ich gucke durch einen Strohhalm und würde dann sagen, das, was ich da sehe, ist der gesamte Himmel, dann merkt man in etwa, wie falsch das Ganze angelegt ist. Und ich muss ehrlich sagen, es wundert einen natürlich nicht, dass dann eine alternative Partei wie beispielsweise die AfD solch einen Zulauf hat, weil es findet nur ein Bashing statt und es findet eben halt nur eins aus diesem eigenen Sud, den man sich da so zurechtgebastelt hat, eine Sichtweise statt. Und die Menschen spüren mittlerweile, das ist alles falsch, was sie sagen. Und dann kontrollieren sie plötzlich mal und stellen fest, sie haben auch generell immer irgendwie gelogen, was sie gesagt haben. Das, was sie gesagt haben, wurde niemals gemacht. Und dann wundert man sich. Also ich bin gespannt, wie diese Wahl ausgeht. Und ich glaube, dass hier eine Alternative sehr stark dabei herausgehen kann als Gewinner. Also wenn man mal in diesen Wahlomat reingeht, ich habe das mal gemacht und ich habe das mal versucht, so links gerichtet, wie man es sehen kann, auch zu beantworten, dann komme ich trotzdem immer wieder auf die Oppositionsparteien, weil die momentanen führenden Strukturen, die wir haben, gerade bei diesem Triell, wirklich überhaupt keine Themen anspricht. Man sieht ja auch, wie die Dinge laufen. Wir sprechen hier seit Monaten, seit letztem Jahr darüber, wie wir jetzt in Riesenschritten und atemberaubender Geschwindigkeit in eine grüne digitale Identität geführt werden. Künstliche Intelligenz, elektronische Impfpässe, elektronische IDs und da ist ja noch viel mehr geplant. Die Energiewende bringt einiges mit sich, nämlich die völlige Umstellung unseres Lebens. Die Mikrobe hat Maßnahmen ausgelöst durch natürlich Gesetzesänderungen, wo man sich fragt, wie ist das nur alles möglich? Und alles dieses ist etwas, was, wenn man eine Volksumfrage machen würde, völlig anders von den Bürgern bewertet werden würde. Also es ist nicht Volkeswille, der hier abgebildet wird in diesen politischen Zwangsentscheidungsmaßnahmen, sondern es ist ein eigensinniges, eigenständiges Regime, das wahrscheinlich von völlig anderer Hand auch gelenkt wird. Auch darüber haben wir hier schon oft gesprochen, Andreas. Und wenn wir jetzt so ein Triell nochmal genauer analysieren, dann findet sich damit ja praktisch auch das Interesse des konservativen Bürgers, des liberalen Bürgers, des familienorientierten Bürgers, des mittelstandsorientierten Bürgers, zero, null, nichtig, ist überhaupt nichts da. Und was passiert denn, wenn ein Volk sich nicht mehr abgebildet findet in diesen Inszenierungen wie solchen Triellen oder eben auch in den politischen Maßnahmen? Man stürzt ja damit in diese sogenannte Schweigespirale und wird machtlos. Naja, die meisten Menschen, die laufen ja noch immer mit.
Aber es sind eben halt auch einige, mittlerweile doch schon viele, die sich ausschließlich nur noch alternativ ihre Nachrichten holen, weil sie einfach merken, dass es in der Mainstream-Medienpropaganda und in den herkömmlichen politischen Parteien, in dieser Parteiendemokratie einfach nichts zu holen gibt, was in irgendeiner Form mit Objektivität bewertet werden könnte. Das ist das ganze Problem und immer mehr Menschen werden wach. Und deshalb wird ja auch der Druck von Seiten der alten Systeme, solange sie die Zügel noch in der Hand halten. Die Zügel sind aber mittlerweile brüchig geworden und sind kurz davor zu reißen. Und jetzt versuchen sie mit aller Gewalt, und das ist die Spitze, auf die wir zugrasen jetzt, noch diese Impfgeschichte laufen zu lassen. Und wir wissen, dass eben halt diese gesamte Impfpropaganda nicht funktioniert hat. Auch wenn die sagen, 1,50 Impfung plus Eisbein, das bringt uns nicht weiter. Das heißt also, die merken, sie kommen nicht durch. Und wer jetzt durchhält, das ist immer wieder dieselbe These, die wir hier aufstellen. Wer jetzt durchhält, hat eine gute Chance, dass dieser komplette Bruch, wie man ihn vorhat, eben halt tatsächlich an uns vorbeigeht. Weil ein Laserstrahl, wie ich immer sage, hat nur einen ganz, ganz kleinen Teil, der wirklich das tut, was er tun soll. Nur 3%, 97% sind Streulicht. Mit anderen Worten, hätten wir 3% der Bevölkerung, die ganz aktiv und stabil ihren Weg gehen, dann werden 97% der Bevölkerung mitlaufen. Denn wenn es heißt, hier geht es um eine Meinungsfrage und so weiter, die Masse hat gar keine Meinung mehr. Die Masse hat eine Meinungsvorgabe und latscht hinterher, aber ehrlich gesagt interessieren sie sich nicht dafür. Die Leute, die sich impfen lassen haben oder die Leute, die die CDU wählen oder die SPD oder die Grünen oder die FDP oder Linke, das sind doch ganz klar nicht Leute, die Überzeugungswähler sind, sondern sie machen einfach nur das, was man ihnen sagt. Während diejenigen, die auf der anderen Ebene sind, alternativ wählen und sich damit auseinandersetzen, die sind sehr wohl Überzeugungstäter. Ob sie richtig liegen oder nicht, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber sie denken selbst nach und kommen auch zu eigenen Schlüssen, auch wenn sie falsch sein können an bestimmten Stellen. Ob es richtig ist oder nicht, das sagt uns bald das Licht. Genau. Andreas, deswegen wird es dich auch nicht wundern, dass der Spiegel gerade eben eine Veröffentlichung gemacht hat von einer Umfrage des Bundesverbands Deutscher Banken unter 700 Jugendlichen im Alter von 14 bis 24 Jahren. Und demnach können 44% dieser Befragten nichts mit dem Begriff Inflationsrate anfangen. Der Begriff, so heißt es hier, beschreibt den durchschnittlichen Anstieg des Preisniveaus innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Aber und gut zwei Drittel, also 68% der Jugendlichen, haben keine oder eine falsche Vorstellung davon, wofür die Europäische Zentralbank zuständig ist. Und immerhin knapp ein Drittel kann nicht erklären, was eine Aktie ist. Woran liegt denn das? Ja, also ich möchte mal sagen, damit sind die Jugendlichen auch im Durchschnitt offenbar der Spiegelredakteure. Denn wenn ich da so mir manche Berichte ansehe, auch von der Wirtschaftswoche oder sonstige, wie dann beispielsweise die Inflationsrate erklärt wird, dann stelle ich auch fest, sie haben zwar ein großes Vokabular zur Verfügung, aber die Inflation in ihrer differenzierten Art überhaupt zu erklären, was das letztendlich bedeutet, ist etwas anderes als ein hingeworfener Satz, dann werden die Preise eben teurer in einem bestimmten Zeitraum. So einfach ist es nicht. Es gibt Preisinflation, es gibt Geldmengeninflation und so weiter. Und diese ganzen Dinge werden eben insgesamt überhaupt nicht erklärt. Und das finde ich eben halt bei den großen Mainstream-Presse, auch bei dem Leitmagazin, bei dem sogenannten Deutschen, eben halt genauso wenig vorhanden. Manchmal ist es vielleicht sogar ganz gut, dass man solche Begriffe nicht unbedingt kennt und dazu einen Merksatz hat, sondern mit seiner gewissen Kindlichkeit, nicht kindisch, sondern Kindlichkeit, Naivität, die Auswirkungen sehr wohl erkennt, um daraus dann eben halt seine Folgerungen zu ziehen, dass nämlich das gesamte System völlig marode und in sich geschlossen kaputt ist, um die Menschen zu schaden und damit nur einer kleinen elitären Gruppe zu helfen. Das hängt alles damit zusammen. Also was ich da schon alles gehört habe, diese Tagesschau-Film beispielsweise, wo die Inflation erklärt wurde und da ging es um Angebot und Nachfrage. Also da kann man wirklich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist eine glatte 6. Also die wissen es übrigens auch nicht.
Das war neulich, als du das geschaut hast und ich dachte, warum lacht er denn so laut? Was guckt er denn Lustiges? Und dann kam ich dazu und dann hast du dich darüber so amüsiert, wie falsch es dargestellt Ja, wurde. da war irgendein geistiger Tiefflug im Raum, der ein Video darstellte und versuchte, die Inflation zu erklären. Und das auf tagesschau.de. Und ich habe nur gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ja, na gut, wir sind halt in der Zeit des Wandels und die Dinge werden offenbar. Das ist auch das Gute. Wer Augen hat, der sehe. Wer Ohren hat, der höre. Vielleicht ein bisschen mehr, als erklärt wird. Und wichtig ist immer wieder, wenn ihr Zweifel an gewissen Themen oder Thesen habt, bitte, bitte macht euch selber auf die Suche, prüft die Themen. Ich hatte neulich wieder mehrere E-Mails zu irgendwelchen Themen, wo es hieß, das klingt ja interessant hier, ne? Aber ich bin ja nicht so gut im Recherchieren. Ihr seid die Profis, macht ihr das doch. Und vielen Dank für die netten Hinweise. Wir haben genug selber zu tun, zu recherchieren. Setzt euch mal selbst auf eure vier Buchstaben, wenn ihr an Themen interessiert seid und versucht euch da mal durchzuwursteln, denn wisst ihr auch, was das bedeutet. Ja, und ich muss jetzt hier noch einmal auf unseren Plan B der Wissensmanufaktur hinweisen, aus einem ganz bestimmten Grunde. Wer wirklich in der schnellsten Form die gesamten Zusammenhänge wirklich versucht zu verstehen oder versuchen will zu verstehen, der kann sich durch dieses 36-seitige Pamphlet einmal durcharbeiten und bekommt plötzlich einen völlig neuen Überblick rein aus der sachlichen, materiellen Ebene, wie das Finanzsystem und die Umverteilungsmechanismen funktioniert haben. Und der letzte Teil von den 36 Seiten, wie man das umändern kann, der Plan B selbst und so weiter, ist gar nicht mal nachher entscheidend, sondern wichtig ist die Einleitung, um zu erkennen, wie funktioniert das eigentlich. Man ist in der Lage, das haben wir in unseren Seminaren hier festgestellt, innerhalb von einer Woche die Menschen so weit raufzubringen, dass die Perspektive sich eröffnet und sie plötzlich die Zusammenhänge der Wirtschaft und der Politik und der soziologischen Zusammenhänge einfach verstehen können. Aber wenn es nicht gewollt ist, dann kann man es auch nicht lernen. Und das ist das Problem des Systems. Na, ist ja hier eine Art Seminar seit anderthalb Jahren ungefähr. Das kann man dann wirklich so sagen, Andreas. Und man merkt ja auch an den Zuschriften, an euren Reaktionen, dass viele anders die Dinge jetzt bewerten können und auch es gerne tun. Und von einer gewissen Basis aus kann man dann auch auf eigene Faust weitermachen. Das tun auch viele von euch. Und das ist auch genau das, was jetzt angesagt ist. Nochmal, wir machen diese Arbeit, solange es geht. Das bedeutet, solange wir hier über Telegram die Möglichkeit haben, wir haben ja auch ein Backup geschaffen auf der evahermann.net Seite, das ist meine Webseite. Da findet ihr das gesamte Programm unseres Telegram-Kanals mehr oder weniger gespiegelt wieder. Also ihr könnt genauso die Artikel aufrufen, ihr könnt die Sprachnachrichten hören, sollte Telegram aus einem bestimmten Grund irgendwann nicht mehr funktionieren. Also wir haben dafür gesorgt, dass wir dann auch weitermachen können. Da ist vielleicht der Hinweis nochmal wichtig, dass man sich anmeldet. Ja, also man kann sich anmelden und ich kann das auch wirklich nur empfehlen, weil die Zeit ist sehr schnell und die Zeitqualität ändert sich permanent. Das heißt also, diese Einschränkung, die wir haben, also Frau Baerbock hat irgendwo, glaube ich, gesagt in irgendeinem dieser Interview, dass die AfD nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Da musste ich wirklich ganz laut drüber lachen, weil ich dann gefragt hatte mich, ob sie glaubt allen Ernstes, dass die Grünen oder die CDU oder die SPD oder wer auch immer, dass sie auf der Grundlage des Grundgesetzes arbeiten, was sie abgeschafft haben de facto durch das Ermächtigungsgesetz, welches man Infektionsschutzgesetz nennt. Das ist ja die eigentliche Frage. Wie bin ich jetzt zurückgekommen? Ach, okay. Also Amen. meldet euch bitte gerne an und zwar entweder auf wissensmanufaktur.net oder auf eva-hermann.net. Am besten sogar in beiden als eine Art Newsletter. Keine Angst, da wird nicht viel kommen und wir werden diese Adressen auch niemals für irgendwelche Aktionen werbungsmäßig oder irgendetwas nutzen. Aber wir haben dann die Möglichkeiten, wenn wir abgeschaltet werden, dass man dann eben von uns dann eine Mail bekommt und sagt, Freunde, hier unter der und der Situation sind wir jetzt gut erreichbar und wir bleiben weiterhin in Kontakt. Übrigens, das gilt auch dann für das Gebet.
Genau. Ja, das haben wir jetzt auch, Andreas. Wir kommen wieder zu unserem Lieblingsthema Energieversorgung in Deutschland. Und die Energieversorgung in Deutschland wird jetzt auch Thema des Spiegels. Also durchaus kritische Berichterstattung gerade heute erschienen. Da heißt es in der Überschrift Langsame Energiewende, erst 120 Kilometer neue Stromleitungen 2021. Und da heißt es, der Ausbau des deutschen Stromnetzes dürfte 2021 deutlich langsamer vorankommen als im Vorjahr. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Oliver Krischer hervor. Laut dem Papier, das dem Spiegel vorliegt, sind im laufenden Jahr erst rund 120 Kilometer der neuen Höchstspannungsleitungen gebaut worden, die im Rahmen des Bundesbedarfsplans und des Energieleitungsausbaugesetzes für die Energiewende vorgesehen sind. Und wenn man sich jetzt fragt, wie viel Kilometer müssen denn bewältigt werden und wie viel sind schon bewältigt worden, damit der Strom, und darüber kannst du gleich was sagen, was es in Wirklichkeit nämlich bedeutet, dann heißt es hier, insgesamt liegt der Ausbau deutlich hinter Plan von den rund 12.234 Kilometern, die die zuständige Bundesnetzagentur für die Energiewende veranschlagt, sind nach den neuesten Zahlen aus dem Wirtschaftsministerium nur 1.739 Kilometer komplett fertiggestellt. Bei mehr als 3.400 Kilometern der geplanten Leitungen läuft noch nicht einmal ein Genehmigungsverfahren. Andreas, kannst du mal erklären, wofür dieses Netz, diese 12.234 Kilometer wichtig sind? Na, es sind ja ganz viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Vor allem sind die Netze dafür zuständig, dass man den Strom transportiert. Und zwar dorthin, wo er gebraucht wird, wo er abgenommen wird. Und das findet sich eben halt in industriellen Bereichen wieder, wo also große Unternehmen sind, Ballungsgebiete mit großen Städten und so weiter, wo also wirklich viele Menschen wohnen oder eben halt auch wo produziert wird. Und wenn der größte Teil des alternativen Stroms im Norden produziert wird, das heißt durch Windenergie und auch durch Solarenergie, dann nutzt es relativ wenig, wenn die Hauptindustrieansammlung in Bayern oder Baden-Württemberg ist. Dann muss das da natürlich erstmal runtertransportiert werden und dafür braucht man Kabel. Und wenn diese Kabel nicht verlegt werden, dann passiert da eben halt nichts. Und das Hauptproblem ist natürlich jetzt, dass hier eine Zerstörung der gesamten Strukturen der Energieversorgung aus meiner Sicht mit Ansage hier zu interpretieren ist. Denn in dem Moment, wenn ich vor Ort natürlich im Süden entsprechende Kraftwerke habe, Kohlekraftwerke, die können durchaus schon sehr sauber sein, auch andere Möglichkeiten, Wasserkraft und so weiter. Es gibt auch Alternativen, aber ich bin sicher, dass aufgrund des Lobbyismus diese Alternativen überhaupt nicht zugelassen werden. Es gibt mit Sicherheit Tausende von hervorragenden alternativen Stromproduktionsmöglichkeiten, die im Schreibtisch schlicht und ergreifend verschlossen werden, weil man es nicht möchte. Man möchte eben halt, dass damit Geld verdient wird. Ja, und das führt natürlich dazu, dass wir damit rechnen müssen, dass die finale Deindustrialisierung mehr oder weniger in Sichtweite ist. Ja, und wer Ohren hat, der höre. Also man kann es ja wirklich nicht oft genug sagen, dass man sich auf diese Zeiten einstellen soll. Ich habe eben gerade kurz eingestellt, in Dresden und um Dresden ist der Strom komplett ausgefallen. Wir waren durch eine Leserzuschrift darauf aufmerksam geworden. Ich bin dann ins Netz gegangen und habe geschaut und tatsächlich, in Dresden ist der Strom ausgefallen, lahmgelegt wurde ganz Dresden. Die Ladenbesitzer baten ihre Kunden aus den Geschäften, haben sich vor die Eingangstür gestellt. Auf den Freisitzen von Gaststätten, Restaurants warteten die Gäste vergeblich auf die Rechnung. Im Karstadt-Kaufhaus fiel das Licht aus, Computerbildschirme wurden schwarz, die Ampeln funktionierten nicht mehr. Es gab einen kompletten Stromausfall um 13:53 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Aber auch in der Region gab es keinen Strom. Okrilla und Moritzburg waren beispielsweise betroffen, auch Radebeul, Pirna, Wilsdruff, Freital, Rabenau. Telefonieren war nicht möglich oder nur eingeschränkt. Festnetztelefone funktionierten ohnehin nicht. Die Handynetze waren gestört.
Der Energieversorger Sachsen Energie bestätigte auf die NN-Anfrage, das ist hier das Portal, eine Störung im gesamten Netz. Die Ursache liege im Umspannwerk Süd. Betroffen seien Dresden, aber auch die Industriekunden im Dresdner Norden und Teile des Dresdner Umlands. Wir wissen noch nicht, woran es liegt, sagt die Sprecherin Andreas. Und du hattest das ja schon mal erläutert. Wenn also in Industriebetrieben der Strom ausfällt, wird es teuer. Ja, natürlich, weil ein Unternehmen, welches in einer Produktion oder in einer Bearbeitung sich befindet, immer kontrolliert heruntergefahren werden muss. Und man kann nicht einfach den Off-Schalter drücken und dann hält alles an. Und dann wartet man, bis der Strom wieder da ist. Dann drückt man den On-Schalter und dann läuft alles irgendwie so weiter. Da sind natürlich Prozesse am Laufen mit Nahrungsmitteln und so weiter. Das verdirbt, das muss alles rausgenommen werden, gereinigt werden, desinfiziert werden oder auch Lacke irgendwo, die reingebaut werden in irgendwelchen Teilen, die da eingebaut werden. Das Interessante, was ich jetzt gut finde, ist jetzt hier bei dieser Verbrauchsgeschichte, wenn die Leute dann in den Kaufhäusern drin sind und plötzlich da stehen, haben jetzt ihre Waren gerade und wollen die gerade bezahlen und stehen jetzt alle an der Kasse und jetzt können sie nicht mehr bezahlen, weil der Strom ausfällt. Und was ist eigentlich jetzt die Lösung dieser immer mehr sich häufenden Probleme? Die Lösung der Politik ist, wir brauchen nur noch digitales Geld. Wir dürfen auf gar keinen Fall mehr Bargeld haben, weil Bargeld nutzt nur den Terroristen und so weiter. Aber was ist mit den Menschen, die einkaufen müssen und essen wollen? Ja, also ich meine, das ist so absurd. Genau das Gegenteil wird gemacht. Das gesamte Stromgefüge wird momentan regelrecht abgeschafft, aber die Lösung heißt Digitalisierung unserer gesamten Daten, unseres gesamten Lebens und die Autos, die sollen jetzt in Zukunft auch noch mit Strom fahren. Das ist so krank wie nur irgendetwas, weil das Gegenteil von dem gemacht wird, was man tun müsste. Ist das das, was in der Bibel steht? Fasst einen Plan und es werde nichts draus, macht Beschlüsse und sie kommen nicht zustande. Exakt, das ist es. Das ganze Ding ist zum Scheitern verurteilt und es wird scheitern. Und diese Prognose wage ich jetzt ganz einfach mal, aber da braucht man auch nicht wirklich viel Sachverstand für. Ja, aber es hilft nichts. Also bis nach Berlin dringst du nicht durch und du gehörst auch nicht zum Triell. Nein, und ich will auch kein Bundeskanzler werden. Obwohl du ein guter wärst. Ich glaube ja, aber ich glaube, da müsste ich dann auch irgendwie mit Macht ausgestattet werden. Aber wenn ich mir dann meine eigenen Ressourcen bei den Medien erbetteln muss, um eine gute Berichterstattung zu bekommen, dann bin ich nur noch mit meinem eigenen Marketing beschäftigt und ich möchte ja gerne was verändern. Ich glaube, da kann ich hier mehr ändern. Glaube ich auch. Wobei ich würde dich mit diesem Kanal hier unterstützen als Kanzler. Ja, vielleicht überlege ich es mir nochmal. Ja, und ich würde dann auch zum Wählen aufrufen, wo ich ja sonst zurückhaltend bin. Ach was. Mhm. Ja, ich sehe hier noch bei den Dresdner Verkehrsbetrieben ist übrigens auch der Betrieb vorübergehend eingestellt worden. Straßenbahnen konnten nicht fahren. Der Bahnverkehr war vom Stromausfall stark beeinträchtigt. Die Züge sind einfach stehen geblieben, da die Signalanlagen nicht funktionierten. Also wohl dem, der dann lieber zu Hause ist und nicht gerade in irgendeinem Aufzug feststeckt, denn auch das ist hier passiert. Wegen des Stromausfalls waren zahlreiche Personen in Aufzügen stecken geblieben. Das ist für mich der absolute Albtraum. In Geschäften und Einkaufszentren standen Menschen im Dunkeln und irrten durch die Tiefgaragen. Ja, und wenn jemand zu Hause ist bei einem Stromausfall, dann sollte er gut vorbereitet sein. Andreas sagt immer, als erstes die Badewanne voll Wasser laufen lassen. Neulich schickte jemand ein Foto und sagte, ja, ich habe das gemacht, aber das Wasser war ganz blau. Bitte? Ja, das war auch ein Foto mit blauem Wasser, aber manchmal spiegelt das Wasser in der Badewanne auch blau, oder? Ja, das kann schon sein, aber das ist jetzt für mich also blau. Ich hoffe, nicht durchgefärbt in irgendeiner Form. Aber es bietet sich auf jeden Fall an. In dem Moment, wenn ein Stromausfall ist, dann wissen wir, dass die Wasserversorgungswerke mit Notstromaggregaten arbeiten und eventuell noch mehrere Stunden nachliefern können. Das können zwischen 2 oder 8 Stunden sein. Auf jeden Fall läuft das Wasser dann noch einen Moment. Aber irgendwann hört auch das Wasser auf und kommt nicht mehr aus dem Hahn raus. Und aus diesem Grunde sollte man möglichst viele von Faltkanälen oder ähnliche Möglichkeiten haben, die man mehr oder weniger auf ganz engem Raum
aufbauen kann. Übrigens ist das übrigens eine Frage, die mir auch immer wieder oft gestellt wird. Ich habe nur eine ganz kleine Wohnung und ich kann mir das einfach, ich kriege einfach nicht genügend rein, um mir irgendwelche Dinge als Vorräte vorzubereiten. Also man sollte sich vielleicht auch mal Gedanken machen, dass ein Zimmer auch in die Höhe geht. Und da muss man eben halt mit Regalsystem und mit Stapelmechanismen arbeiten. Und wenn man tatsächlich in die Höhe reinstapelt und man hat einen Quadratmeter und stapelt den dann eben halt 2 Meter in die Höhe, dann haben wir nämlich 2 Kubikmeter. Und 2 Kubikmeter ist richtig viel. Und dabei wird nur 1 Quadratmeter des Raums benötigt. Also insofern ist das also viel einfacher, als man glaubt. Aber man muss da ein bisschen kreativ sein. Ja, und es geht jetzt auch nicht mehr darum, ist jetzt hier alles stylisch genug, sondern irgendeine Ecke wird es schon geben, wo man, meine Mutter hat früher immer Vorhänge genäht und vor solche Regale gehängt. Ja, ich kenne das auch noch. Aber ich sehe das auch bei uns hier in der Küche zum Beispiel. Auch da liegen irgendwo auf irgendwelchen Papieren oder auf irgendwelchen Unterlagen, wie auch immer, liegen dann Brennnesseln oder Wurzeln von irgendwelchen Löwenzahndingern oder was weiß ich, breit oder spitzwegerig und so weiter. Also das würde auch keinen Schönheitspreis bei schöner Wohnen mitmachen, aber es dient natürlich der Versorgung. Genau. Und das ist das Wichtigste. Jetzt sind die Krisenzeiten. Noch können wir uns versorgen. Noch könnt ihr einkaufen gehen ohne große Probleme. Das auch wird sich ändern in absehbarer Zeit. Ich bleibe noch mal ganz kurz hier in dieser Strommeldung, auch wenn wir schon wieder fast eine Stunde rum haben. Der Spiegel ist hier sehr kritisch. Also es heißt hier, Hauptgründe für das langsame Vorankommen sind komplizierte bürokratische Auflagen und Verfahren sowie auch Bürgerinitiativen, die den Bau neuer Leitungen zu verzögern versuchen und auch oft Erfolg haben. Die Bundesregierung musste bestehende Planungen teils wieder über den Haufen werfen. Die Stromtrassen sind durch den langsamen Leitungsbau schon teils heute überlastet, was zu volkswirtschaftlicher Verschwendung führt. Wenn in den Netzen zu viel Strom ist, müssen erst die konventionellen Kraftwerke ihre Produktion runterfahren. Wenn das nicht reicht, müssen auch Ökostromanlagen abgeregelt werden. Und da die Abnahme von deren Strom eigentlich Pflicht ist, werden die Anlagenbetreiber in der Folge entschädigt und die Kosten dafür werden den Verbrauchern auf ihre Stromrechnung aufgeschlagen. Ebenso die Kosten für andere Ausgleichsmaßnahmen in den Netzen. Und jetzt kommt eine Zahl, die ist wirklich sehr erstaunlich. Laut Schätzungen der Bundesnetzagentur fielen 2020 bis zu 1,34 Milliarden Euro an Entschädigung für das sogenannte Einspeisemanagement ab. Ja, und das ist eine Verhöhnung der Leistungsträger, nämlich der Steuerzahler, sprich der Bürger in einem Staat, dass da oben vom grünen Tisch irgendwie herunter eine völlig absurde Energiepolitik eingeleitet wird. Und wenn man sich vorstellt, dass wirklich diese Hersteller von Strom, Windkraftanlagen oder Solaranlagen oder auch andere Anlagen, wie auch immer, dann tatsächlich auch Geld bekommen, obwohl gar kein Strom mehr geliefert wird, obwohl sie meinetwegen abgeschaltet werden, weil es eben halt Abnahmeverträge gibt, da wird es dann wirklich schon mehr als deutlich, in welche Richtung das eigentlich geht. Es wird irgendwann unbezahlbar. Man muss ja wissen, dass der Strom auch immer dann produziert werden muss, in dem Moment, wenn er genutzt wird. Man kann so nicht im Vorfeld irgendetwas einspeichern. Die meisten Leute glauben, es gibt doch irgendwelche überdimensionalen Batterien, wo man in irgendeiner Form dann den Strom einspeichern kann und kann ihn dann irgendwann nutzen. Diese Batterien gibt es in keiner angemessenen Höhe und sind auch in den nächsten Jahren, ich behaupte sogar Jahrzehnten unter den heutigen Bedingungen, nicht in Sicht. Das muss man einfach wissen. Und wenn wir uns vorstellen, was das bedeutet, dass wenn beispielsweise ganz viele Leute Strom abnehmen, dass dann der Strom unglaublich nachproduziert werden muss in dem Moment, damit die Spannung nicht zurückgeht, dann bedeutet das natürlich, dass alle Kraftwerke losgehen müssen. Und das sind dann natürlich keine Windkraftanlagen oder Solaranlagen, weil die kann man gar nicht einfach so einsetzen. Dazu braucht man autarke Insellösungen, wie zum Beispiel ein Kohlekraftwerk. Das kann man zum Beispiel relativ schnell hochfahren oder runterfahren.
fahren. Aber bei Nebel hat man weder Wind noch Strom. Und wir können uns das vorstellen ungefähr, ich habe das neulich in einem Video gesehen, wie ein Tempomat in einem Auto. Wir fahren durch eine Gegend auf gerader Strecke und haben meinetwegen Tempomat auf 100 km/h eingestellt. Und in dem Moment, wenn eine Erhöhung kommt, dann muss natürlich logischerweise, weil die Geschwindigkeit dann abgesenkt wird, muss jetzt der Motor Gas geben, das heißt, es kann sogar zurückschalten, um die 100 km/h zu halten. Und wenn es dann plötzlich wieder etwas abschüssig geht, dann bedeutet das, dass das Ding quasi wie im Leerlauf läuft und man merkt, wir brauchen überhaupt keinen großen Bedarf mehr an Energie, weil in dem Moment ja letztendlich alles von sich ausläuft. Und wenn wir uns das so vorstellen und wir jetzt in einer Bewegung uns befinden, dass wir, wenn alle abends nach Hause kommen, ein extremer Strombedarf da ist und wenn die nachts beispielsweise alle ins Bett gehen, der Strombedarf massiv zurückgeht und dementsprechend haben wir wie bei einem Tempomat hier die Ausgleichsmechanismen, die wir brauchen bei den Stromlieferanten. Und zwar immer genau in demselben Moment, wo der Strom gebraucht oder nicht gebraucht wird. Um sich das klar vorzustellen, bedeutet das, man braucht ein extrem flexibles System an Architektur, um jederzeit diesen eventuellen Veränderungen gewappnet zu sein. Und das geht mit Windkraftanlagen und Solar einfach nicht. So simpel ist das. Hast du gut erklärt, so kann man sich das wirklich hervorragend vorstellen. Und es gibt einen weiteren aktuellen Artikel vom Spiegel zu diesem Thema, wo also in der Überschrift schon darauf hingewiesen wird, dass hier mitten in der Energiewende die Kohle den Wind überholt als wichtigste Stromquelle. Natürlich auch basierend unter anderem auf dem, was du gerade erläutert hast. Und hier heißt es, satte 35% mehr Strom als im ersten Halbjahr 2020. Kohlemeiler haben Windparks von der Spitze verdrängt, auch wegen des Wetters. Und gegenüber dem Vorjahreszeitraum habe die Erzeugung der Kohlekraftwerke um 35,5% auf 70,2 Milliarden Kilowattstunden zugelegt, hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt. Und damit hatten Kohlekraftwerke einen Anteil von 27,1% am deutschen Strommix. Hier wird weiter ausgeführt. Windkraftanlagen hingegen produzierten wegen häufiger Flauten nur 57 Milliarden Kilowattstunden, gut ein Fünftel weniger als vor Jahresfrist. Dadurch schrumpfte ihr Anteil an der Gesamtmenge um 7 Prozentpunkte auf 22,1%. 2020 hatten Windparks erstmals mehr Strom generiert als Kohlekraftwerke. Jetzt hat sich die Rangfolge wieder umgekehrt. Und insgesamt stieg die Elektrizitätserzeugung um 4% gegenüber den ersten 6 Monaten 2020. Grund dürfte dafür unter anderem gewesen sein, dass zu Pandemiebeginn manche Industriebetriebe zeitweise ihre Fabriken zurückgefahren hatten, jetzt wieder voll produzieren. Vielleicht liegt es auch an immer mehr E-Autos. Andreas, also was heißt denn das? Kohlekraftwerke müssen ja jetzt auch abgeschaltet werden in den nächsten Jahren. Und Windkraft wird schwierig weiter auszubauen, haben wir auch oft schon drüber gesprochen. Photovoltaik, wie gut funktioniert die noch, wenn die Sonne verdunkelt wird? Ja, also ich vermute mal, solange die Deindustrialisierung, also quasi die komplette Zerstörung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands nicht vollzogen wurde, werden wir ja noch Energie brauchen. Und solange, wie wir sie brauchen, werden die Kohlekraftwerke nicht wegzudenken sein. Im Gegenteil, sie könnten sogar eine Renaissance erfahren. Hier mit diesem, was du gerade vorgelesen hast, wird nichts anderes als das bestätigt, was ich gerade noch mal gesagt habe. Dass in dem Moment, wenn beispielsweise Strom nicht gebraucht wird, dann trotz alledem die Stromproduzenten gedrosselt werden müssen und bekommen weiterhin ihr Geld und wieder zurück. Aber wenn Strom gebraucht wird, das im Zusammenhang mit einer Flaute von Wind und beispielsweise Sonnenenergie, in dem Moment muss natürlich das Ding hochgefahren werden, weil sonst das Spannungsnetz zusammenfällt. Und man muss einfach wissen, wenn da
einfach weniger Druck drauf ist. Spannung ist nichts anderes als vergleichbar, wie ich immer sage, der Druck in einem Wasserschlauch, wo das Wasser durchgeht. Und dieser Druck entspricht also bei Strom, also der Spannung. Und wenn ich hinten ganz viele Wasserhähne dran habe und die nehmen alle jetzt das Wasser raus, dann fällt der Schlauch in sich zusammen. Bei einem Schlauch passiert noch nicht viel, aber bei Strom passiert eine ganze Menge. Wenn da beispielsweise bestimmte Bandbreiten über- oder unterschritten werden, dann kann es zu einem Zusammenbruch von kompletten elektrischen Aggregaten führen, die dann wirklich dann im schlimmsten Fall zu einem Blackout dann letztendlich mutieren können. Und dieser Blackout ist das, was mittlerweile im Raum steht. Und das ist nicht einfach so, dass man dann irgendwann den Strom mal einfach wieder anstellt, sondern dann entsteht tatsächlich eine große Problematik auch unter den Menschen, wie wir es eben noch nie erlebt haben, wie man es eben in Horrorfilmen sieht. Deshalb werden wir ja nicht müde, darüber ständig zu reden. Sorgt vor, dass ihr überlebt, auch nur notfalls ohne den gelieferten Strom. Jo, und wir kommen mal zu den Lebensmittelpreisen in der EU, denn die steigen und steigen. Und auch hier ist ein guter Hinweis, dass man vorsorgt und versucht, die Dinge, die man braucht und von denen man weiß, dass man sie in einem Jahr auch noch braucht und die auch so lange haltbar sind oder vielleicht sogar noch länger, dass man sich davon genügend auf sein eigenes Lager packt oder in sein eigenes Lager, wie Andreas gerade so schön gesagt hat. Und wenn man es nach oben stapelt, ich weiß, es klingt einfacher, als man es dann selber hinbekommt und bewerkstelligen muss, aber darüber nachzudenken und neue Planungen vorzunehmen, ist vielleicht wirklich nicht blöd. Und hier heißt es, es gibt eine neue Studie der Christian-Albrechts-Universität, nach der, so berichten die deutschen Wirtschaftsnachrichten, durch die neue EU-Politik die Lebensmittel deutlich teurer werden müssen. Und hier bei dieser Studie, die veröffentlicht wurde, heißt es, bei vollständiger Umsetzung dieser, die hat, nennt sich Farm-to-Fork-Strategy, also Landwirtschaft, Mistgabel so ungefähr, und der Biodiversitätsstrategie, würde die Produktion etwa bei Getreide, Ölsaaten und Rindfleisch um 20% sinken. Das ist heute veröffentlicht worden. Diese Universität Christian Albrecht ist in Kiel. Der Direktor des Institutes für Agrarökonomie, Christian Henning, hat die Arbeit im Auftrag verschiedener Agrarverbände angefertigt. Und nach seiner Berechnung würde dieser Produktionsrückgang zu Preissteigerungen in der gesamten EU führen, die von 10-20% bei Obst, Gemüse, Ölsaaten und Getreide, mehr als 30% für Rohmilch, rund 50% für Schweinefleisch und bis fast 60% für Rindfleisch reichen. Der von der EU gewünschte Rückgang der Treibhausgasemissionen würde sich der Studie zufolge weltweit betrachtet nicht einstellen. Einsparungen in der EU würden durch die Landwirtschaft außerhalb der EU und durch einen Wandel in der Landnutzung vollständig ausgeglichen. Das heißt, es gibt also eine sogenannte Green Deal Politik, nach der alles verändert wird, um CO2 zu senken. Das macht viele Lebensmittel exorbitant teuer. Und unterm Strich betrachtet heißt es, würde sich der Rückgang von der EU gewünscht, der Rückgang der Treibhausgasemissionen überhaupt nicht einstellen. Ja, und was lernen wir daraus? Der Bürger macht es am besten selbst und versucht sich rauszuhalten. Und würden tatsächlich die Menschen mit einem gesunden Menschenverstand und einer gesunden Anbindung an die Naturgesetze ihre Dinge selber regeln, dann würde das relativ schnell laufen. Aber wir haben hier eben halt einen Bürokratieapparat. Und das ist das, was du mit der Bibel gerade wirklich zitiertest, nach dem Motto, bilde einen Rat und es wird nichts daraus. Und genau das ist es. Wir haben hier ein kollektives, zentralistisches Versagen auf ganzer Linie, aber das Nachsehen haben die Menschen. Und das, was wir hier haben, diese Preisinflation, die wir hier haben, die aufgrund der gebrochenen Lieferketten zustande gekommen sind und so weiter, die haben natürlich nicht einfach nur das Problem, dass es teurer wird, sondern dass die Menschen auch dann irgendwann in eine Nahrungsmittel
Knappheit kommen. Und das sind dann schon ernstzunehmende Geschichten. Denn Inflation wäre insofern gar nicht weiter wild, wenn man dann die Einkommen der Menschen entsprechend mit aufstocken würde. Also nehmen wir mal an, die Preise für das Obst steigen um 20%, aber jeder Bürger bekommt auch 20% mehr Lohn, jeder Sozialhilfeempfänger 20% mehr Sozialhilfe und so weiter. Dann wäre das ja nur eine Verlebung des Preismaßstabes. Das sind übrigens die typischen Inflationsszenarien, wenn das nämlich stattfindet. Aber was wir hier haben, ist, die Preise steigen und die Menschen können sich irgendwann nichts mehr leisten. Und das ist kein typisches Inflationsszenario, sondern hier findet sich eine politische Agenda wieder, die hier ganz deutlich in eine Richtung führen soll. Ich habe mal gerade nachgeschaut bei Farm-to-Fork-Strategie. Sie wird als das Herzstück des europäischen Green Deal bezeichnet. Und die EU schreibt darüber Folgendes. Die Farm-to-Fork-Strategie zielt darauf ab, unseren Übergang zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem zu beschleunigen, das eine neutrale oder positive Auswirkung auf die Umwelt haben soll. Ist schon mal widerlegt hier gerade durch diese Studie. Zur Abschwächung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Auswirkungen beitragen soll, ist auch gerade widerlegt worden. Dann den Verlust der biologischen Vielfalt umkehren, da werden wir noch drauf kommen. Und dann steht hier Ernährungssicherheit, Ernährung und öffentliche Gesundheit gewährleisten und sicherstellen, dass jeder Zugang zu ausreichenden, sicheren, nahrhaften und nachhaltigen Lebensmitteln hat. Und die Erhaltung der Erschwinglichkeit von Lebensmitteln. Mit der Veröffentlichung der Studie, die wir gerade vorgelesen haben, geht aber einher eine exorbitante Steigerung von Lebensmitteln im Preis und damit auch für viele Menschen vieles nicht mehr erschwinglich ist. Bedeutet mit anderen Worten, auch hier wieder ein schönes Ziel klingt gut und nichts davon funktioniert. Ja, genau darum geht es. Und da das Geld nicht ausgeglichen wird, diese Preissteigerung, stehen die Leute natürlich irgendwann vor einem ernstzunehmenden Problem. Also nochmals, wir sehen hier das Versagen aus den Strukturen. Aber die Fragen, die sich daraus ergeben, ist immer, was steht hinter diesen politischen Entscheidern? Die Frage, wem nutzt das Ganze eigentlich? Wo geht denn das ganze Geld hin, das jetzt teurer wird? Wo sind denn die ganzen Gelder überhaupt hingegangen in den letzten 2 Jahren, als man den Corona-Turbo eingebaut hat in die Umverteilung des Systems, nämlich des Wohlstandes? Das sind doch die entscheidenden Fragen. Und dann nochmal, ich verweise noch einmal auf den Plan B, nicht weil er jetzt von uns ist, sondern weil er einfach nur kurz und prägnant die Zusammenhänge an der Stelle bringt. Ja, und es gibt eine Meldung von der Daily Mail, also Mainstream-Medien aus Großbritannien. Und hier heißt es, dort gibt es von Experten, was Lebensmittelversorgung angeht, eine Weltuntergangsprognose. Denn zwar werden die Sprecher des Premierministers nicht müde zu sagen, diese Lieferkettenproblematik, die es ja derzeit gibt in Großbritannien, die gehe jetzt bald wieder vorüber und Weihnachten ist alles wieder easy peasy paletti. Aber die Brancheninsider, die warnen vor Engpässen für immer in den Geschäften. Sie sagen, das hört nicht mehr auf. Während der Chef der Food and Drink Federation warnt, die Verbraucher sollten sich an leere Regale gewöhnen. Und Quellen aus der Downing Street haben angedeutet, dass die Regale voll werden, aber wie gesagt, die Experten sagen, so ist es nicht. Und Boris Johnsons Sprecher, der sagt, die sollen nicht so viel erzählen, das stimmt eben alles nicht, wir weisen diese Behauptungen zurück. Und Ian Wright, Geschäftsführer der Food and Drink Federation, der spricht eben von permanenten Engpässen in Supermärkten, unter anderem wegen fehlender Lkw-Fahrer, wegen langer Wartezeiten für die Erteilung von Lkw-Lizenzen, wegen Covid-Maßnahmen, wegen Testmaßnahmen und so weiter. Arbeitskräftemangel hinten und vorne. Arbeitskräftemangel hört man ja in Deutschland auch immer wieder. Dort fehlen ca. 80.000 Lkw-Fahrer. Das ist die neueste Zahl, die man hier nennt.
Andreas, man fragt sich aber immer wieder, wo sind die denn alle? Was machen die? Naja, viele sagen ganz einfach sogar, auch wenn gut bezahlt wird, ich bleibe lieber zu Hause und bekomme dann irgendwo ein Geld, was man mir aus den Sozialzöpfen bezahlt in irgendeiner Form, anstatt dass ich diese Arbeiten mache. Denn diese Jobs in den LKWs sind auch kein Zuckerschlecken, das ist ganz klar. Aber das ist so ein bisschen unser Hauptproblem. Das heißt, wir haben die Wurzeln zu uns selbst verloren. Und wir erkennen auch gar nicht mehr, dass in dem Moment ich beispielsweise, wenn ich meine Aufgabe als LKW-Fahrer, als Landwirt oder als wen auch immer, jeder, der in irgendeiner Form eine Arbeit erbringt, dass diese Menschen ihrer Aufgabe nicht gerecht mehr werden, dass es bedeutet, dass sie damit ihren eigenen Nachkommen nicht mehr gerecht werden, ihren eigenen Kindern nicht mehr gerecht werden, dass das eine Eigenschädigung der dahinter ist. Und wie kann man Menschen dazu bekommen, überhaupt so zu verkommen, dass sie diese Zusammenhänge gar nicht mehr erkennen. Und das ist durch die Abschaffung der Kulturen. Die Kulturen sind abgeschafft worden und ersetzt worden durch Zivilisationen. Die Zivilisationen bedienen eben halt nicht mehr die Wurzeln der Menschen, sondern die legen nur noch Wert darauf, dass eben die Grundbedürfnisse geweckt werden. Und irgendwann fallen auch diese Zivilisationen eben halt runter. Und das ist momentan ein ganz klarer, eine Endphase der Zivilisation. Was daraus resultiert, ist ein Neuanfang. Und dieser Neuanfang, der mag zwar ein bisschen steinzeitmäßig sich anfühlen und in die Richtung kann es auch gehen, aber das ist eine gute Grundlage, um sich wieder zu setteln und neu zu ordnen. Also man spürt ja schon, dass hier eine Richtung anvisiert wird, die sehr sportlich wird. Der sogenannte Great Reset, wie dein Buddy Klaus Schwab das genannt hat. Und jetzt, wenn man so schaut, das alte Rom, das hat, glaube ich, ein paar hundert Jahre gebraucht, bis es zusammengebrochen ist. Aber was wir jetzt hier erleben, ist natürlich ein wirklich Lichtgeschwindigkeitstempo, mit dem alles in den Dutt gefahren wird. Und das, was auch Oswald Spengler schon gesagt hat, nämlich den Untergang des Abendlandes, das ist etwas, damit ist ja gemeint, diese westliche zivilisierte Gesellschaft, der wir jetzt bei einer völligen Unfähigkeit zuschauen, wie es zusammenbricht. Ja, das ist ein schöner Vergleich eigentlich mit dem schönen Imperium Romanum, weil wenn wir uns dann ansehen, auch am Ende des Römischen Reiches, und da sehe ich durchaus Parallelen, wenn ich mir die heutigen politischen Anwärter selbst fürs Bundeskanzleramt ansehe, und ich denke da an den guten alten Kaiser Caligula, und da haben wir gestern drüber nachgeguckt, der Caligula, der war in einem solchen Größenwahn eben halt gefangen und mittlerweile völlig abgekoppelt von der Realität, dass er sogar irgendwann sein Pferd zu einem Konsul erhoben hat. Also mich würde nicht wundern, wenn wir irgendwann auch noch mal ein Pferd oder ein Esel ist vielleicht sogar noch besser, irgendwann als Bundeskanzleranwärter haben könnten. Aber der müsste geimpft sein. Ein geimpfter Esel, das wäre natürlich interessant. Also das sind so die Auswüchse, die dann irgendwann kommen. Also wir haben da noch ein bisschen Luft nach oben, bis wir dann eine wie heißt das? Ein Triell haben, wo dann eben halt auch Wasserbüffel und Esel dabei sind. Ja, oder eben der Esel und der Hund und die Katze und das Huhn, ne? Oder was war es? Ich glaube. Ja, Andreas, die Italiener sind besorgt. Pasta, die Nudeln werden knapp und vor allem auch teuer. Auch das immer wieder ein wichtiger Hinweis, wenn ihr nicht Eiernudeln, aber Hartweizennudeln euch in den Stock packt, also in euer Regal packt, möglichst eben auch umfangreich, dann habt ihr auch immer etwas, was ihr irgendwie anrühren könnt. Das kann man ja auch klein bröckeln, kann einen Teig daraus machen und irgendwas backen. Also das ist auch eine Möglichkeit, um gut durchzukommen. Auch da sollte man sich beeilen, denn Italiens Pastahersteller machen sich Sorgen wegen möglicher Engpässe bei den Getreidelieferungen. Und die Getreideproduktion in Kanada, einer der Hauptlieferanten, ist in diesem Sommer zurückgegangen. Wir wissen, dass hier große Dürre war in den relevanten Anbaugebieten im Westen Kanadas, ein paar tausend Kilometer von uns entfernt. Die fragen uns oft, die Leute, ach, wie geht's euch denn? Könnt ihr noch atmen bei der Hitze? Ja, wir sind aber auf der anderen Seite und wir haben hier ein ganz normales Durchschnittsklima, wie ihr auch in Europa. Ja, und hier werden also
Probleme mit der Nudelherstellung für spätestens Anfang 2022 prognostiziert, warnt der Geschäftsführer des drittstärksten italienischen Pastaherstellers Molisana, der Mann heißt Giuseppe Ferro, und das Unternehmen verarbeitet 220 Tonnen Weizen pro Tag. Und jetzt sei es aber schwierig, die wachsenden Preise, die wenigeren Artikel, die noch lieferbar sind, echte Probleme bei der Beschaffung des Rohstoffs, hat der Herr Ferro beklagt in der Mailänder Wirtschaftszeitung Sole 24 Ore. Und das Problem, wie gesagt, liegt in Kanada, extreme Hitze, Dürre und so weiter. Und die großen Lebensmittelkonzerne hätten sich bereits verfügbare Mengen gesichert. Die kleineren haben jetzt Probleme. Und gleich noch eine Nachricht hinterher. Das ist eine Leserzuschrift. Da schreibt jemand, unser Sohn kam am ersten Schultag mit der interessanten Aussage nach Hause. Sie bekommen noch keine Arbeitshefte, denn sie können nicht gedruckt werden. Das Holz ist alle. Im Schuhgeschäft leeren sich die Regale. Nach meiner Frage an die Verkäuferin meinte diese nur, kaufen Sie Ihren Kindern noch ein paar Schuhe. Wenn es neue geben sollte, das wisse sie nicht wann. Auch in den Lebensmittelgeschäften sind im Vordergrund die Sachen noch da, nur dahinter ist es leer. Und in manchen Regalreihen klaffen einfach nur noch Löcher. Das heißt, das ist jetzt ein Bericht von einer Person, aber wir haben hier mehrere bekommen. Wir können nicht immer alle einstellen oder vorlesen. Andreas, es ist ja, wenn wir von dem Zusammenbruch dieser Zivilgesellschaft sprechen, der wir jetzt beiwohnen, wo wir auch integriert sind, ist ja irgendwie ein neues Lebensgefühl, ne? Ja, also mich erinnert das so ein bisschen an den guten alten DDR-Witz, wo in der DDR, was ja bekanntlich auch eine reine Mangelwirtschaft war, jemand in den Laden reinging, in einen Textilladen und fragte die Verkäuferin, sagen Sie mal, haben Sie hier keine Jacken? Und da sagt sie, nein, wir haben hier keine Schuhe. Keine Jacken gibt's im Laden auf der anderen Seite der Straße. Da gab es doch auch noch so eine witzige Geschichte mit Autos. Achso, das war der Trabi. Ja. Ach, das war da. Ja, das war auch ein alter DDR-Witz, ganz bekannt. Ein Kunde geht in einen Trabi-Laden. Trabi, das waren für die jüngeren Leute, das war eine DDR-Marke, die haben Autos hergestellt. Oder Rennpappe nannte man die. Ich komme ziemlich nah an ein Auto ran, optisch zumindest. Und die sind dann erst in reingegangen und hatte gesagt, dieser DDR-Bürger zu dem Verkäufer, ich möchte gern ein Trabi kaufen mit Eierschalenfarben, mit einem hellblauen Streifen an der Seite. Und da sagt der Verkäufer, was halten Sie denn von einem Audi 80, tiefer gelegt mit BBS-Felgen und Ledersitzen? Und da fragt der Kunde, wollen Sie mich für dumm verkaufen? Und da sagt der Verkäufer, wieso, wer hat denn angefangen? Ja, also kann man sich dran gewöhnen an diese Dinge, weil Ähnliches kommt zu und Humor ist, wenn man trotzdem lacht und im Gottvertrauen bleibt, weil diese Zeit muss einfach sein. Und wir haben noch ein Zeitfenster, das geht jetzt von der Mikrobe sozusagen in die Klimapolitik über. Und in dieser Zeit, wo noch ein bisschen was zu holen ist, zu kaufen ist, vorzusorgen ist, sollte man es tun und sollte sich um die Naturgesetze kümmern, sollte wirklich versuchen, einfach diese neue Energie, die jetzt hier einzieht, zu spüren und sich nicht als Opfer fühlen. Das ist wirklich das Wichtigste, sondern in seine Kraft kommen, richtig stehen in dieser Schöpfung und sagen, okay, dann nehmen wir jetzt die neuen Herausforderungen an. Andreas, wir gucken noch einmal rüber nach China, denn dort verändert sich die Gesellschaftspolitik. Und zwar gibt es mehrere Themen, die jetzt veröffentlicht wurden. Da heißt es, dass chinesische Prominente und Online-Fans aktuell ins Visier geraten sind der Kommunistischen Partei Chinas. Prominente verschwinden aus dem Internet, die Konten der Promis in den sozialen Netzwerken werden geschlossen und Insider vermuten, dass diese Maßnahmen politisch motiviert sind. Denn Peking hat offenbar der Verehrung von Idolen den Kampf angesagt, als Teil eines breiteren Vorgehens gegen chinesische Prominente. Hast du eine Vorstellung, warum? Naja, ich denke mal schon, weil die Prominenten haben natürlich immer eine gewisse Gefahr für das System ausgeübt, dass sich die Fans dann dran halten und wenn ein Prominenter plötzlich mal systemkritisch wird,
dann muss man sehen, dass man sie sich im Vorfeld entledigt. Ich vermute mal, das wird auch eine gute Grundlage sein für die westliche Welt, denn wir dürfen eines nicht vergessen, dass der Westen sich sehr stark an China orientiert. China, die bekannt dafür sind, mit der Falun Gong-Bewegung, die Menschen getötet haben, um die Organe zu verkaufen. All diese Dinge, oder denken wir, was passiert ist beispielsweise im Tibet mit den Menschen dort. Also ein nicht unbedingt menschenfreundliches System. Während übrigens die Frankfurter Allgemeine Zeitung Sonderbeilagen aus China für die deutschen Leser mit reinlegt, was China für ein wunderbares Land ist, Urlaubsgebiet, die Kultur wird dargestellt. Also völlig unkritisch. Die Rundschau oder die Allgemeine? Ich glaube die FAZ und die Rundschau. Ich glaube sogar beide haben das gemacht. Also die große Mainstream-Zeitungen, die also große Propaganda dafür machen. Und genau das passiert. Und ich vermute mal auch, dass es in Deutschland irgendwann kommen wird. Und dann gibt es gar keine Promis mehr. Und aus diesem Grunde ist man natürlich auch sehr dankbar vom System, dass die Promis so eingedampft sind, dass sie als Mitläufer fungieren und die Conner dieser Welt und wie sie alle heißen, die momentan sich ganz stark fürs Impfen machen, Niedecken und so weiter, die können das Ganze noch verhindern, dass die Menschlichkeit reinkommt. Und wenn dann irgendwann ein Verbot der Prominenten stattfindet, was auch sie dann betrifft, dann ist es zu spät, sich umzukehren und dann festzustellen, oh, vielleicht sollte ich mal doch lieber kritisch sein. Das heißt, die Steigbügelhalter, die wir heute haben des Systems, wie Connor und wie sie alle heißen, wie sie alle mitmachen, Campino und so weiter, das sind die eigentlichen Gefährder, die natürlich verhindern, dass in irgendeiner Form dieser Totalitarismus noch verhindert wird, zumindest mit relativ harmlosen Mitteln. Noch wäre es ja möglich, aber sie versuchen eben halt mit aller Gewalt für das System zu arbeiten. Also ich sage euch mal, was da jetzt vor sich geht in China. Es gibt eine Liste jetzt, die wurde herausgegeben, bekannt als 10 Regeln. Und diese Liste verbietet Online-Listen, die Prominente nach ihrer Popularität einstufen. Und sie enthält 9 weitere Maßnahmen zur Kontrolle der Fankultur von Promis, die behördlich als chaotisch gilt. Und Ende August hat die Antikorruptionsaufsichtsbehörde der KP Chinas angekündigt, gegen das sogenannte schockierende Verhalten chinesischer Prominenter vorzugehen. Und hier heißt es, bereits ein paar Tage vorher wurde eine der bekanntesten Stars Chinas, Vicky Zhao Wei, aus dem Internet verbannt. Die prominente Schauspielerin Cheng Shuang wurde wegen eines Steuerskandals zu einer Geldstrafe von 46 Millionen US-Dollar verurteilt. Insider sagen, dass Pekings Vorgehen gegen Prominente absolut nur politisch motiviert sei, denn das Ziel sei, die öffentliche Meinung jetzt strenger zu kontrollieren, insbesondere vor dem 20. Parteitag der KP Chinas. Der nächste Führungswechsel der Kommunistischen Partei ist im Herbst 2022 geplant. Und das scheint ein kritischer Zeitpunkt zu sein. Und jetzt schon fängt man an, eben unliebsame Meinungen, die vielleicht aber großen Widerhall in der Bevölkerung finden könnten, verstummen zu lassen. Und in einer kürzlich gehaltenen Rede rief Chinas KP-Chef Xi Jinping zudem auf, was er gemeinsamen Wohlstand nannte. Genauer gesagt, die Aufteilung des Wohlstands. Und in dem Artikel heißt es, hinter diesem Satz scheint sich ein neuer Angriff auch auf Chinas Wohlhabende zu verstecken. Und in diesem Fall zielt es besonders auf die Prominenten ab. Ein Insider der KP sagt, dass das Vorgehen durch die innere Finanzkrise Pekings befeuert wurde. Um seine Identität zu schützen, wurde nur sein Nachname hier erwähnt, den lese ich euch nicht mal vor, aber er sagt, die Prominenten haben sehr viele Fans, haben riesige Werbeeinnahmen, von ihnen kann das Regime eine große Summe Geld bekommen, um die zentrale Finanzkrise zu lösen. Kann das sein? Das könnte sein. Was hier deutlich wird, ist, dass die
ideologische Führung der KP nach ganz alten Mustern arbeitet, die ganz leicht zu überführen sind. Denn sie haben Angst vor chaotischem Verhalten und Mitläufertum der Fans von irgendwelchen bekannten Größenordnungen und so weiter. Davor haben sie Angst, weil sie sind einem Irrtum unterlegen, den die meisten Menschen haben. Wir gehen davon aus, dass Chaos das Gegenteil von Ordnung ist. Ordnung und Chaos. Sie wollen alles in einer Ordnung halten. Aber jede Ordnung geht irgendwann in ein Chaos über und aus chaotischen Zuständen entstehen wieder neue Ordnungen. Also das kann man übrigens in einem physikalischen Experiment relativ leicht nachweisen, wenn man beispielsweise mal einen Wasserhahn aufdreht, zu Hause in der Spüle, aber nicht das voll rauslaufen lässt, sondern nur ein bisschen rauslaufen lässt, dass so ein ganz bisschen Wasser kommt, das kann man so ein bisschen einstellen dann. Dann wird man feststellen, dass der obere Teil dieses fallenden Wassers aus dem Hahn heraus ganz klar und durchsichtig ist. Das ist nämlich geordnet, die Moleküle. Und irgendwann entsteht ein Übergang, wo es anfängt eben halt so durcheinander zu werden, es fängt an zu plätschern. Und wenn man diesen Wasserstrahl genau ansieht, wird man feststellen, irgendwo in diesem fallenden Strahl, bis unten, wo es aufplätschert, da ist irgendeine Grenze und diese Grenze pulsiert immer so ganz leicht. Und das ist der Übergang von Ordnung in Chaos. Und wenn wir das verstehen, dass wenn Wasser von oben nach unten fällt, irgendwann chaotische Zustände entstehen und wir momentan eine Ordnung der Politik haben, die ebenfalls nach unten fällt. Abschaffung der Tradition, Abschaffung der Zivilisation, Wurzel, Familienabschaffung, Sippenabschaffung, all diese Dinge, dann werden wir irgendwann an diesen Punkt erreichen, wo man, das kann man gut feststellen, wenn man seine Hand ganz oben unter dem Wasserhahn hält, dann läuft das ganz leicht rüber, wenn man es ganz tief unten hält, dann platscht es auf den Handrücken. Das ist ein ganz unterschiedliches Gefühl, was man dann hat. Und genau daran können wir ungefähr erkennen, wo wir uns befinden. Und wir befinden uns momentan in dem Übergang von dem geordneten Wasserverlauf in den Plätschern. Wasserverlauf, nämlich von der Ordnung in das Chaos. Und das versucht die KP zu verhindern. Ein völlig aussichtsloses Unterfangen, weil sie die Naturgesetze offenbar nicht verstanden haben. Hast du auch wieder super erklärt. Man kann sich das dann so einfach vorstellen. Naturwissenschaft, also Physik, ganz leicht gemacht und gleich noch angewendet auf die allgemeinen Zustände. Und das ist ja auch das Einfache. Die Naturgesetze, wenn man sie mal verstanden hat, sind eigentlich ganz einfach zu verstehen. Danke. Also, und noch eine Meldung, das vorher kam von der Epoch Times. Und diese Meldung hier hatte vor einigen Tagen der Münchner Merkur veröffentlicht. Und es scheint also in China, in der Unterhaltungsindustrie, auch in den Fernsehsendern und auch was die politische Korrektheit angeht, ordentlich zu rappeln. Denn Begriffe wie woke oder gender oder politisch korrekt oder Antidiskriminierung, da scheint man sich in China im Moment einen feuchten Kehricht drum zu kümmern. Denn hier heißt es, strenge Regeln für Fernsehsender. China geht gegen feminine Männer im Fernsehen vor. Und da heißt es, viele Jugendliche finden androgynes Aussehen offenbar gut, die Kommunistische Partei nicht. Sie erteilte chinesischen Fernsehsendern nun eine klare Anweisung, nämlich gerade bei den Game-Shows, bei der Popkultur, bei den Reality-Talentshows und so weiter werden diese beliebten Unterhaltungsformate, werden dort eben auch so androgyne Menschen eingesetzt, was ja politisch im Westen auf jeden Fall wahnsinnig schick ist und politisch korrekt. Werten muss man das überhaupt nicht. Und hier heißt es, Talentshows, bei denen hunderte aufstrebende Jugendliche und Erwachsene harte Bootcamps durchlaufen, sich öffentlichen Abstimmungen stellen, sind auch in der Volksrepublik populär. Damit könnte jedoch jetzt Schluss sein. Chinas Regierung sieht in Fernsehshows verweichlichte Männer und abnormale Ästhetik. Also das fällt bei uns richtig unter Megadiskriminierung. Und derartiges soll künftig nicht mehr gesendet werden. Die Medien sind jetzt vielmehr in China dazu angehalten, eine maskulinere Repräsentation von Männern zu fördern. Sendeanstalten dürfen keine Formate mehr mit der Schaffung mutmaßlicher Heldenfiguren sowie keine Varieté- und Reality-Shows zeigen, erklärte die staatliche Regulierungsbehörde laut AFP, was immerhin eine offizielle Nachrichtenagentur des Mainstream ist.
Und sie wies die Sender an, sich gegen diese wörtlich abnormale Ästhetik wie verweichlichte Männer sowie gegen vulgäre Influencer, aufgeblasene Gagen und verkommene Moral von Künstlern zu wehren. Es solle ein vielmehr patriotisches, tugendhaftes und künstlerisches Ethos in der Unterhaltungsindustrie geschaffen werden. Die Anweisung wendet sich offenbar gezielt gegen einen Trend, bei dem eher weibliches oder androgynes Aussehen von Sängern oder Schauspielern, der von Südkorea und Japan nach China übergeschwappt war. Andreas, kann es auch was damit zu tun haben, dass China ja auch Geburtenprobleme hat? Nach der Ein-Kind-Politik vor x Jahren und Zwei-Kind-Politik steigt und steigt die Geburtenrate nicht, sondern man hat jetzt Sorge, dass man überaltern wird, wie das in Japan oder in Deutschland der Fall ist, wo keine Innovation und Investition und keine Zukunft mehr geplant wird. Und was verstehst du denn unter diesem radikalen Wendetrend? Naja, ich sehe hier die Lust der totalen Kontrolle über die Menschen aus Seiten der Politik. Und das ist das Problem. Und das sind totalitäre Strukturen, wie wir sie kennen. Adolf Hitler zum Beispiel sprach von einer entarteten Kunst und hat sich massiv entwickelt, reingezogen und blockiert in irgendwelche künstlerischen Freiheiten, die sich frei entwickeln wollten, und hat das Ganze nach seinen Vorgaben eingenordet. Und genau diese Dinge sieht man hier wieder. Das heißt, hier findet wieder eine ganz klare Eingriffssituation statt von Seiten der Politik, wie die Menschen zu sein haben. Und ich glaube mal, wenn ich mir vorstelle, dass diese Ablehnung des Diversen, ja, der Vielfalt, das ist ja eine Vielfalt-Ablehnung, die wir hier gerade merken. Und wenn ich dann sehe, dass man das ja mit dem Begriff rechtsextrem auch bezeichnet, die Ablehnung der Vielfalt, und ich dann sehe, dass die Frankfurter Mainstream-Zeitungen Werbung für China machen, also sich quasi der Nazi-Propaganda anschließen, denn das sind ja die Dinge, die man da rein interpretieren kann. Also da wird einem dann schon komisch, wie schnell übrigens links und rechts plötzlich verschwinden und man plötzlich feststellt, dass es gibt faschistisch und es gibt frei. Links- und Rechtsfaschismus ist eigentlich gleich. Wichtig ist Freiheit oder Faschismus, und davon muss man wegkommen, und Faschismus von La Fascia gleichgebürstet alle in eine Richtung und Gedankenkontrolle. Und das findet hier statt. Und das hat natürlich schon Auswirkungen, die in eine Richtung gehen. Und na, wir werden sehen, was passiert. Diese Themen, Diversitätsthemen, Gender, LGBT und so weiter, das sind ja auch Themen, die in Russland kritisch gehandhabt und gesehen werden. Aus meiner Sicht sogar noch kritischer als in China, wenn man weiß, dass Wladimir Putin Christopher Street Day Paraden und so weiter bei sich gar nicht zulässt. Wie man das findet, ist völlig egal. Wir versuchen das hier sachlich darzustellen. Und in China ja in den letzten 2, 3 Jahrzehnten ein deutlicher Trend der Menschen Richtung westliche, in Anführung, Kultur stattgefunden hat. Dann könnte es aber doch sein, gerade wenn China und Russland so eng zusammenarbeiten, dass da vielleicht, du hast ja mal gesprochen davon, dass jetzt zwei große Kräfte, Mächte gegeneinander stehen, nämlich der Komplex Ost, also China, Russland und so weiter, und der Komplex West, ein untergehendes Amerika unter beiden, eine verfallende Zivilisation in Europa, dass da plötzlich neue Maßstäbe geschaffen werden im Block Ost, die gar nichts mehr mit dieser politisch korrekten Woke-Politik zu tun haben. Ja, es ist wirklich schon eine ziemlich interessante Geschichte, die sich hier gerade entwickelt. Also ich bin ja persönlich auch eher sehr konservativ, und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn wir uns wieder auf konservative Werte zurückbieten. Das heißt ja nicht irgendeiner Form, dass wir damit irgendetwas Altes halten wollen, sondern konservativ geht ja weiter zurück als das, was wir mit konservative Parteien meinen, sondern damit meinen wir alte Traditionen, Kulturen,
Unmenschlichkeit und so weiter und regionale Strukturen, die wir mal irgendwann hatten und die Naturgesetze wieder mit einbeziehen, wie es zum Beispiel unsere Vorfahren, die alten Germanen schon mit sich hatten. Die hatten den Gott des Donners und den Gott der Sonne und so weiter und so fort. Und das war für sie eben halt eine Richtung, wo sie zum Beispiel versuchten, über eine einfache Form noch die Anbindung zu finden. Sie haben das Götter genannt. Wir wissen inzwischen natürlich, es gibt nur einen Gott und es sind hohe Helfer des Schöpfers. Also als Götter, die zu bezeichnen, mag ich jetzt nicht mehr machen. Ja, natürlich. Das gehört natürlich ganz klar. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann Putin verstehen, dass er zum Beispiel sagt, bestimmte so Gay-Paraden oder sowas sind zu verbieten. Ich finde es einfach abartig, wenn kleine Kinder damit konfrontiert werden, da wenn irgendwelche erwachsenen Männer sich da mit Lack und Leder und Ketten da durch die Stadt schleifen lassen. Das finde ich einfach schlimm und Sexualität damit verbringt, dass man sich vorher an einen Heizkörper kettet. Also man kann es auch anders machen und die Vernunft, muss ich ganz ehrlich sagen, muss zurückkommen. Ja, ich möchte trotzdem hier wieder ganz kurz einschränken, Andreas, weil das, was du hier genannt hast, das sind Einzelfälle, während natürlich die Gesellschaft einen großen Anteil von homosexuellen Menschen inzwischen aufweist oder inzwischen, vielleicht war es schon immer so, aber man kann sich heute dazu bekennen und man darf keinesfalls die jetzt diskriminieren mit diesen Aussagen. Nein, aber ich kenne selbst sehr viele Homosexuelle, das ist gar keine Frage, die sich ja selbst belästigt fühlen, eben halt durch Auswüchse, die eben halt zentral aus meiner Sicht gesteuert wirkend die Menschen eigentlich immer mehr in den Irrsinn treiben. Das hat ja mit Homosexualität nichts zu tun. Ganz genau. Also genau, das ist mir wichtig an dieser Stelle nochmal besonders hervorzuheben. Ihr seht, die Welt ist im Wandel, sie ist in der völligen Verwirrung. Wichtig ist, dass wir versuchen, den Blick klar zu halten, möglichst während wir erlebend durch diese Zeit gehen, trotzdem uns wie der Adler in die Luft erheben und das Ganze ein bisschen von außen auch betrachten, von oben und viele Sachen nicht zu nah herankommen lassen. Genau, also wirklich mit dem Boden fest verbunden, mit dem Licht ausgerichtet und wenn wir in beide Richtungen fest verankert sind, wird uns kein Sturm umwehen. Bleibt gerade, bleibt beschützt. Bis später. Alles Liebe aus Kanada.